Wenn wir hier alles abgegrast haben, dann gehe ich ins nächste Gebiet. Das muss ich bloß noch wieder finden. Wie gesagt, ich bin einfach, habe das erste Mal in einem neuen Gebiet gestartet, bin dann auch wahllos in eine Richtung gelaufen und so zum Üben und ja, bin ich halt plötzlich hier gelandet und ich wusste nicht, dass die verbunden sind. Habe ich euch das gezeigt? Ich weiß es nicht mehr. Train Loading Area, hier waren wir schon mal. Diese Dinger sind, glaube ich, immer zum, damit du weißt, wo du bist. Diese Hinweise. Und du weißt, wo du abbiegen musst. Toll. Ich hätte gedacht, vielleicht liegt hier jemand, aber anscheinend nicht. Ach, und wo gehen wir dann hin? Ach komm, hier ist doch ein bisschen windgeschützt. Ich habe immer Angst, dass ich die Wölfe nicht sehe. Und hier war ja öfter schon einer. Ich glaube, ich gehe erstmal dahinter zu den Häusern. Glück, dass ich wieder auf Normal spiele. Also Stalker, wenn es wirklich so hart ist, wie immer so hart ist, oder vielleicht habe ich einfach nur Pech, das. Pff. Hund. Lass mich in Ruhe. Oha! Ja, da sind auch noch zwei. Kann ich schnell in ein Haus rennen? Gehen die auch irgendwann? Nein, sie gehen auf mich los. Nein, nein. Verschwinde! Das ist unfair! Wie soll man sich denn dagegen wehren? Lauf, 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 lauf. Wie soll ich mich denn dagegen beherrschen? Zur Wehr setzen? Oh, 50% mehr Schaden. Cool, ich kämpfe doch mit dem Messer. Mach schneller. Ey, das ist echt fies. Ich muss da rein. Ich habe keine andere Wahl. Weil anders ich sterbe so oder so sonst. Ich hatte doch einen Vorteil, wenn man ein Messer hat. Ey, wenn ich jetzt schon wieder sterbe, wäre das echt mies. Ich muss mich irgendwie verarzten und dann muss ich ja schlafen. Ich habe zu wenig mehr. Ich habe zu wenig Essen mitgenommen, weil ich nicht daran gerechnet habe, dass hier noch was ist. Ich habe mir was gebrochen. Ach, ich kann das gleich hier einnehmen. Okay. Aber ich kann mich. Food and Drink. Ich muss gleich ein bisschen schlafen. Ich muss einfach schlafen. Ich habe keine andere Wahl. Auch wenn ich jetzt sterbe. Ich lebe! Das war. Ui. Also, wirklich. Da sind wir den Tod echt ganz knapp von der Schippe gesprungen. Hat die nicht zu essen mitgenommen?
Mann, das mache ich nicht mehr. Unser Messer hat uns das Leben gerettet. Da stand Kämpfen mit Messer 50% mehr. 50% Bonus. Das trinke ich gleich. Habe ich vielleicht ein bisschen Wasser verschwendet, aber es ist mir gerade egal. Hoffentlich ist da was zu essen drin. Ah, du Arschlochspiel. Was ist das? Immerhin. Also das nenne ich doch mal wirklich dem Tod ganz knapp entgangen, aber das wird mir auch nicht helfen, weil ich hier sterben werde. Not gonna pull through this time. Ist hier noch irgendwo was drauf? Da hinten? Da. Ich muss mich einfach ein bisschen ausruhen. Wasser habe ich auf jeden Fall nochmal. Besser. 300. Hoffentlich sind die Hunde jetzt weg. Okay, wir haben Hunger, das kann ich verstehen. Aber uns geht's hier einigermaßen wieder gut. I'd eat anything right about now. Ich kann es verstehen. Tut mir leid, aber ich habe keine andere Wahl. Ich möchte da nicht raus. Das ist mies. Das ist so mies. Ich habe es ja vertrieben. Bitte lass mich irgendwas zu essen finden. Gut, dass ich die Socken nicht angezogen habe. Ich glaube, das wäre unser Ende gewesen, wenn ich zuerst angezogen hätte. Direkt schlafen war es einzig Schlaue. Pfirsiche. Ich habe mich noch, ich glaube, ich noch nie so sehr über Pfirsiche gefreut. Ein Kaffee. Who knows how long it's been sitting here. Drinks it can take you at your fatigue and warm. Cool. Auch neu. Glaube ich zumindest. Oder man hat es vorher nie gefunden. Also den Let's Basic Shot Metall finde ich gut, aber ich hätte es gern lieber was zu essen. Danke! Man muss wirklich alles absuchen hier. Jedes Fitzelchen kann eine. Es ist tatsächlich so. That'll come in handy. Ein kleines Fitzelchen kann ja über Leben und Tod entscheiden. Und ich glaube, man lernt das echt erst. Also, man kann echt sagen, wir haben es echt gut. Weil ich wette mal, wenn man sowas hier einmal durchmacht, dann. Ich hau dir das rein. Voll die Odyssee hier. So, jetzt würde ich gemeint. Tin of Coffee. Ach. Es würde mich mal interessieren, ob das uns jetzt auch ein bisschen Flüssigkeit gibt. Wie gesagt, es müsste eigentlich. Kalorien auf jeden Fall, aber. Habt ihr es beobachtet? Spult mal zurück. Ist hier noch irgendwas? Ist bloß eine Tasse. Da liegt doch was, oder? Ganz mies versteckt. Soda. Gut. Boah. Diese blöden Wölfe. Ey, da kriegt man echt die Motten. Und wenn ich das letzte Haus erreicht habe, schaue ich erstmal nach der Kleidung. Kann verstehen, dass du tot bist. Danke. Ich glaube auch, da brauchst du nicht mehr. Ey, das lief die ganze Zeit gut und mit einmal kommen so zwei scheiß Wölfe mit einmal. Ohne das Messer wären wir verloren gewesen, wenn wir ein bisschen angeschlagen wären vorher schon. Wären wir verloren gewesen. Das lernen wir daraus. Ich gehe jetzt hier nicht mehr irgendwo hin ohne
Ausreichend. Ich hatte Flares. Warum habe ich keine Flares genommen? Warum nutze ich die Dinger nicht? Ist das Reclaim Foot? Ja, okay, nehme ich jetzt ausnahmsweise mit. Mittlerweile kann ich eigentlich schon drauf pfeifen. Ich habe so viel Holz. Ah, Wasser. Gut. Kann ich jetzt auch mittlerweile wieder gebrauchen. Bisschen Soda. Wie spät haben wir es denn? 18 Uhr. Ich glaube, da gehe ich jetzt nicht mehr raus um die Uhrzeit. Bleibe ich lieber noch ein bisschen hier und erhole mich. Oh, und einmal finde ich das ganze Zeug hier. Kaffee. Macht uns wieder ein bisschen wacher. Aber Kaffee hat nahezu 0 Kalorien. Also ich glaube, Kaffee hat sogar 0. Kaffee und Tee hat, glaube ich, ganz 0 Kalorien. Natürlich nur, wenn man so ohne Milch und andere Sachen nimmt. Wasser hat auch 0 Kalorien. Leider, sonst würde ich hier wahrscheinlich besser dastehen. Okay. Ist das. Du brauchst das jetzt. Ach komm, das... Ach, ich muss das aufkochen. Ich muss noch rausfinden, wie ich das aufkochen kann. Kleidung. 03, ja, ich glaube, das ist Mist. Die Skijacke. 1,3, wo geht's weg? Die war besser. Cotton Socks. 040. Du bleibst beim Wollsocken. Wir könnten jetzt noch ein bisschen was aus... Das Zeug können wir jetzt noch auseinanderreißen. Dann ist die Zeit nicht ganz verschwendet. Ja. Machen wir schön alles kaputt. Can Opener. Ich lasse die mal lieber. Ich sollte davon welche ablegen, auf jeden Fall. Cotton Socks. An Kleidung kommt man leider auch nicht mehr ran. Also wenn die Kleidung aufgebraucht ist, ist auch Sense damit. Close. Newsprint Roll. Schlaf dich erstmal schön aus. Ich möchte nicht nochmal so rausgehen. Mit 1%, das ist echt ein Kunststück. Gut, dass ich es aufgenommen habe. Ich hoffe, dass ich es aufgenommen habe. Oh, wir haben wieder Hunger. Durst. Ja, trink das. Blöde Dehydration, ey. Weißt du, normalerweise wacht man doch bei solchen Sachen auf, wenn man richtig, richtig Brand hat. Und der Penner schläft einfach weiter und gefährdet, dass wir hier an Dehydrierung sterben, während wir schlafen. Ah, 80%, damit kann ich doch leben. Und im Grunde hat uns die Erkundung jetzt was gebracht? Eigentlich nichts, wir haben sogar noch mehr verloren. Und jetzt kommt ein Sturm, danke. Na, ruh dich nochmal eine Stunde aus. Ah, okay. Wir können leider nicht hier bleiben, denn wir haben kein Essen. Ich hoffe doch, die Viecher sind nicht wieder draußen. Da ist ein Reh, also gehe ich mal nicht davon aus, dass sie noch hier sind. Finde ich hier noch irgendwo einen Toten? Ich brauche was zu essen. Vielleicht muss ich demnächst doch mal anfangen mit diesen Fischen.
Hier laufen bloß noch Tiere, also hier läuft wild rum. Man kann es ja hier gar keine bösen Tiere geben eigentlich. Aber ich habe mich schon früher geirrt. Ist das ein Haus? Komm schon, hier muss doch irgendwo jemand rumliegen. Oder irgendwas. So weit davon Schuss. Irgendwas. Naja, Haufen Holz.